Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 2 Among Thieves. Im letzten Teil haben wir hier diese nervige Schießerei hinter uns gebracht. Die ist wirklich nervig gewesen, weil mich ja auch ein paar Mal so ein komischer Granatwerfer-Typ an der gleichen Stelle erwischt hat. Gleiche Stelle, gleiche Welle und danach war ich tot. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht tot gehe, wie man so schön sagt. Sonst dürfen wir das nämlich nochmal machen. Ja, ich muss das sowieso nochmal machen, weil... Naja, ich hatte zwischenzeitlich die PlayStation aus, das ist schon wieder ein bisschen länger her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und da das Spiel ja über Checkpoints verfügt, zwar reichlich viele, aber ja, meistens nicht immer richtig gut platzierte, durfte ich die Schießerei nochmal machen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die jetzt im letzten Teil beendet haben. Ich habe sie jetzt auf jeden Fall beendet, aber ihr habt ja eigentlich auch nicht viel verpasst. Ich glaube, wir haben sie nämlich nicht beendet. Und seht euch das mal an. Ein Baum. Auf einer Treppe. Das sieht doch toll aus. Oh, und hier haben wir einen Granatwerfer, den werde ich aber nicht mitnehmen, denn ich bin, ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, kein großer Fan von Granatwerfern, ich bin auch kein großer Fan von Schrotflinten oder dergleichen, ich stehe lieber auf Gewehre. Bei mir muss es rattern, wenn ich schieße. Und ja, natürlich macht es Bock, mit einem Granatwerfer zum Beispiel in eine ganze Menge von Leuten, oh Gott, das darf man eigentlich gar nicht so sagen, ich meine natürlich virtuellen Leuten reinzuballern und die dann alle schön fliegen zu sehen. Aber, ja. Schlechte Nachrichten. Wow. Okay. Da waren sie wieder. Ich nehme mal an, wir können ihnen nicht ewig aus dem Weg gehen. Ich kann heute nicht reden. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus. Achso, ja, und was ich noch sagen wollte. Ihr habt vielleicht gemerkt, die letzten 2-3 Parts waren in, oder, ja, ja. Also es stand auf jeden Fall HD dahinter. Das liegt daran, ich habe, wie schon letztens angekündigt, jetzt meinen neuen PC erhalten. Und da habe ich ja gesagt, dass ich eventuell HD-Videos machen kann. Das, was ihr da gesehen habt, war aber natürlich kein richtiges HD. Es war eher so Fake-HD. Ich habe einfach die Datei noch ein bisschen hochgerendert. Habe dann aber festgestellt, nachdem ich sie gerendert habe, dass die Qualität dadurch eigentlich eher schlechter wird. Deswegen ich das auch wieder verworfen habe. Und jetzt habe ich nachgeguckt, um wirklich HD-Videos zu machen von Spielen, müsste ich nochmal 100 Euro ausgeben. Weil ich dafür so eine Karte bräuchte, womit ich die PS3 direkt verbinden könnte an den PC. Und ja, das weiß ich nicht, ob ich das tun sollte, weil 100 Euro sind ziemlich viel. Da ist noch einer. Wow. Sind ziemlich viel und selbst wenn ich dann HD-Videos aufzeichnen kann, bräuchte ich dazu immer noch das richtige Programm, um es schneiden zu können. Ich benutze ja immer noch Magix Video 2005, weil ich damit einfach am besten zurechtkomme, weil ich da schon ein Pro drin bin, sage ich mal, weil ich das schon jahrelang benutze und mich richtig gut damit auskenne. Natürlich gibt es noch den Windows Live Media Player von Windows 7, den ich jetzt auch habe, der ist aber so umständlich und blöd zum Schneiden und möchte ich eigentlich nicht. Ich werde mal sehen. Aber bis jetzt geht es erstmal so in der gewohnten Qualität weiter. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Viele von euch haben ja auch gesagt, dass das kein Problem ist. Aber ich kann halt momentan nichts daran ändern. Es ist nur für mich jetzt ein Vorteil, dass ich einen neuen PC habe, weil der ist definitiv schneller als mein alter und macht mir das Bearbeiten der Videos dann auch um einiges einfacher und um einiges schneller. Für euch macht es halt keinen Unterschied, aber für mich. So, und wir machen jetzt dieses Tor hier auf. Diesmal ohne Elena. Komisch, dass er diesmal das alleine schafft, aber hey. Was soll's. Und durch. Okay. Ah. Und es schneit immer noch. Und ich glaube, es wird auch nicht freundlicher vom Wetter her. Und ja, das hier ist auch nicht freundlich, denn hier kommt wieder eine neue Schießerei. Diesmal allerdings mit etwas anderen Gegnern. Stehen die hier schon? Ja. Da unten seht ihr sie vielleicht. Oh Gott, ich habe keine Granaten mehr. Sehe ich gerade mal. Da. Die Gatling-Typen sind da. Dann sage ich mal Holadrio und los geht's. Ich hätte mir vielleicht doch den Granatwerfer von eben mitnehmen sollen. Aber ich habe vergessen, dass diese Stille kommt. Aber okay. Hey. Ja, mit Granaten wäre das jetzt vielleicht ein bisschen einfacher. Problem ist, ich habe jetzt keine mehr. Aber hier liegt auch nichts rum, oder? Ich glaube, ich gehe mich mal so ein bisschen erkunden. Ich meine, hier kommen nämlich auch gleich noch andere Gegner. Okay. Sieht nicht gut aus. Ich könnte den einfach weiter auf den Kopf ballern. Was nicht heißt, dass es effektiv ist. Okay. Seinen Kopfschuss hätten wir schon... Kopfschutz hätten wir schon mal weg. Jetzt hängt sie noch an einem Kopfschuss, dass er umfällt. Aber der steht gerade so doof da und ich habe kaum eine Munition. Mit der M4. Natürlich weitestgehend durchschlagskräftiger. Gott.
Du kleine Ratte. Ach, komm schon. Ich habe ihn auf jeden Fall am Kopf erwischt, aber ein Schuss reicht bei denen anscheinend nicht. Okay, den haben wir. Gut, ich hätte jetzt eine Idee. Ich könnte irgendwie versuchen, den Typen da wegzulocken, um mir dann die Gatling von dem anderen zu holen. Du kleiner Penner. So, komm mal hier runter, Kumpel. Komm schon, ich bin hier. Ja, beweg dich, beweg dich. Sehr gut. Verdammt, ich kann nicht hoch. So eine Scheiße. Der Kumpel, da muss ich leider so an dir vorbeilaufen. Aber das macht ja nichts. So, dann komm mal her. Jetzt sind wir wenigstens ebenbürtig hier. Guck mal hier. Bam, 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 bam. Und tot. Sehr schön. Aber ich meine, das war's noch nicht. Ich meine, hier kommen noch Gegner. Ja, natürlich kommen da noch Gegner. Und die Musik ist wieder voll episch. Das Blöde ist bei der Gatling Gun, die man hier hat, man kann mit der nicht klettern. Das heißt, man muss sie immer ablegen, wenn man klettern will. Deswegen ich die nicht auf einen höheren Punkt irgendwie legen kann, wo ich bessere Deckung habe. Aber, hey, wir haben eine Gatling Gun. Das ist schon mal die Hauptsache. So, war's das? Es scheint ruhig zu sein. Aber das kann auch täuschen. Ich bin mir nicht sicher. Okay, ich vertraue einfach mal darauf, dass es das war. Ich werde die Gatling Gun mal weglegen. Und werden wir mal ein bisschen Munition schnorren. Wenn die hier mal welche hätten. Aber natürlich haben die immer nur ihre blöde... Da. Sehr gut. Die haben immer nur ihre blöden Schrotflinten dabei. Ich mag keine Schrotflinten. Klar, natürlich sind die stark. Und es ist lustig, wenn man an einem vorbeiläuft und den im Laufen dann direkt eine Ladung verpasst. Aber trotzdem. Ah, Panzerfaust. Warte mal, brauchten wir die nicht noch für irgendwas? Ich hätte sowas in Erinnerung. Ich muss nur da hoch, ne? Genau, das ist nämlich unser Ausgang, dieses Fenster. Da müssen wir durch. Ah, hier steht auch noch ein Gau. Ja, hätte ich das gewusst. Ja, ja, ich weiß. Klettern Sie zum offenen Fenster. Das habe ich schon erklärt. Wie viel Munition haben wir denn jetzt wieder mit der? 44 ist nicht gerade viel, aber besser als nichts. Man bedenkt, dass ich den dicken Typen eben nur mit der Pistole beseitigt habe. Okay, gut, dann versuchen wir doch mal da hoch zu gehen. Wie war denn der Weg nochmal dahin? Ich glaube, ich musste irgendwie hier so komisch klettern. Aber ich weiß nicht mehr so genau, aber ich glaube, es war so. Ich guck einfach mal. Was kann schon passieren? So. Genau, jetzt bin ich hier oben. Bringt mir das was? Ja, bringt's mir, weil ich mich, glaube ich, da irgendwie festhalten muss, ne? An den Fenstern? War das so richtig? Nee. Nein, nein, nein! War natürlich nicht richtig. Ja, ich weiß, dass ich zum offenen Fenster muss. Das ist mir klar, Kumpel. Ja, tut mir leid, ich muss gerade erstmal selber wieder rausfinden. Ich bin etwas aus der Übung. Ach, da sind diese Steine, da muss ich dran. Aber wie komme ich nochmal dahin? War das nicht so? Konnte man sich nicht an diesen Fenstern hier festhalten? Nö. Oh Gott, ja, das tut mir jetzt leid. Ich hab's echt vergessen. Oder konnte man diese Treppe da runterballern? Irgendwie verdrehen sich in meinem Kopf gerade die Gedanken. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was richtig ist und was nicht. Ja, ich weiß. Zum offenen Fenster. Nee, sowas nicht. Gott. Ah, wartet mal, da hängt eine Kette. Dann gehe ich doch mal zu dieser Kette. Warum habe ich die Stelle denn so schlecht in Erinnerung? Das kenne ich doch gar nicht von mir. Naja, was soll's. Zack. So. Okay, bringt uns das jetzt denn was? Anscheinend nicht. Alter, ich habe total vergessen, wo ich hier lang muss. Es tut mir echt leid gerade. Ich weiß, viele von euch sitzen jetzt vor dem Bildschirm und werden sich an den Kopf klatschen, weil der Weg einfach so, eigentlich so einfach ist, aber ich ihn einfach nicht finde. Und, warte mal, kann ich da nicht einfach hoch? Oh Mann, das kostet nur Zeit. Das war eigentlich so nicht geplant. Ich hatte eigentlich mehr vorzuschaffen heute. Nee, da kann ich auch nicht hoch.
Alter, ich weiß es nicht mehr. Ich hab's vergessen. Ich glaube, ich muss an diese komischen Steine da. Aber wie komme ich da nochmal dran? Boah, wenn du mir jetzt noch einmal sagst, dass ich zu diesem Fenster rauf muss, ja? Spiel. Dann. Ja, weiß ich auch nicht. Leute, wisst ihr was? Ich mach mal hier kurz einen Cut und werde den Weg irgendwie offscreen herausfinden, weil ich keine Lust habe, damit die Zeit zu verschwenden. Bis gleich. Natürlich war der Weg sau einfach. Ich bin irgendwie noch nicht drauf gekommen. Ich muss natürlich nach wieder hier oben, wo ich am Anfang stand. Dann kann man nämlich hier rüber gehen und dann kommt man auch an diese blöden Steine. Ja, es tut mir leid. Manchmal hat man so Blackouts. Ihr kennt das hoffentlich. Manchmal hat man, selbst wenn man Spiele schon 100 Mal gespielt hat, es gibt immer manches... Ja, bla bla bla. Ich sammle mich nochmal neu. Es gibt ab und zu diese Stellen, die man schon so oft gespielt hat, wo man aber jedes Mal wieder vergisst, wie man hier weiterkommt. Und das war auch so eine, es tut mir leid. Aber egal, wir haben es ja jetzt. So, runter. Und weiter geht's. Nate. Hier geht irgendwas Seltsames vor. Hier sind irgendwelche Tiere? Ja. Vor denen hätte ich dich vielleicht warnen sollen. Mich warnen? Du wusstest von diesen Viechern? Wann wolltest du mir das sagen? Komm ihnen einfach nicht in die Quere, okay? Genau, das ist wahrscheinlich auch die beste Möglichkeit, am Leben zu bleiben. Wow, und da war gerade wieder eins. Weil wie wir ja wissen, haben die Tiere, diese komischen Viecher, einiges auf dem Kasten. Wenn wir uns an unseren ersten Kampf zurückerinnern mit denen. Mit Jensen in... Mit Tenzin in der Höhle. Jensen, wie kommt das Jensen? Jensen Han. Nee, der ist Tenzin Han. Egal. Sie brauchen Verstärkung! Schickt Verstärkung! Ruhig, Nate. Ruhig. Verdammt! Sie sind alle tot! Diese Dinger haben sie zerfetzt! Sie sind allein! Was sind das für Dinger? Gott, der hat ja eine ganze Armee hier. Okay, aber die haben auch schwer zu kämpfen mit diesen Viechern. Wir hoffentlich nicht. Voraussichtlich erstmal. Wir müssen uns erstmal einen Weg weiterbahnen. Oh Gott, Leute, hör auf damit. Ich weiß, dass ihr hier in der Gegend wohnt anscheinend. Deswegen müsst ihr mich nicht dauernd erschrecken. So, sehr gut. Okay, jetzt geht's doch wieder ein bisschen voran, nachdem wir gehangen haben. Beziehungsweise ich an dieser ätzenden, dummen Stelle gerade. Da muss ich hoch, ne? Obwohl, ich kann auch hier einfach hoch. Oder war das nur für einen Schatz? Endlich. Der Turm. Was? Welcher Turm? Der Turm. Oder welcher Turm? Egal. Wir müssen doch hier dran. Wir müssen ja weiter. Warte mal. Geht's hier hoch? Ja. Gut. Ja. Ich hab deine Entschuldigungen satt. Hör zu, ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit. Du hattest wirklich genug Zeit. Ich habe euch den Dolch besorgt. Also, wo ist das Tor nach Shambhala? Warte, Zoran, wir wissen... Ich lass mir durch deine Unfähigkeit nicht die Tür vermasseln, ist das klar? Die Antwort ist irgendwo in diesem Raum. Wir müssen sie bloß finden. Und Drake ist dir immer auf den Fersen. Sieht aus, als hätte ich auf den falschen Mann gesetzt. So ein Arschloch. Ich versuche mal, ihn zu beruhigen. Bleib du hier. Vielleicht findest du was raus. Das gehört mir. Nate? Verschwinde hier. Gib mir den Dolch. Sie werden gleich wiederkommen. Zwing mich nicht, dir weh zu tun. Und was soll ich sagen, wo der Dolch ist? Dir fällt schon was ein. Das tut's doch immer. Warte. Tu mir einen Gefallen. Mach dieses Arschloch fertig.